Moin oder wat? Moin oder wat? Wir sind heute am Kanal, haben uns natürlich das beste Wetter ausgesucht, um hier ein paar Sprünge zu senden. Und ja, ein bisschen Material haben wir auch dabei. Weißt du, mach ich einmal auf. Ein bisschen was haben wir mit. Rein da. Wir sind jetzt hier oben auf der Brücke mit unserem ersten Material, der XXL Gewitterflinte. Und damit schallern wir uns von der Brücke gleich runter. Wer sie runter wirft, steht allerdings noch nicht ganz fest, glaube ich. Freiwillige vor. Hast du Bock? Hält sich in Grenzen. Ich würde gerne erstmal gucken, was passiert. Ja, das geht uns glaube ich allen so, dass wir erstmal gucken wollen, was eigentlich passiert und dann selber machen. Aber gut, irgendeiner muss vor. So, also da die Aktionen jetzt von Mal zu Mal härter werden, will ich mir erstmal leicht anfangen hier und schmeiß mich gleich mit dem Schirm hier runter. Ich wünsche viel Spaß, Bruder. Digga, das ist eine fucking Gewitterflinte. So, dann begebe ich mich mal auf die andere Seite. Das ist eklig hier. Kriegst du noch deinen Schirm eben? Hast du? Alter, das Kind. Hast du? Ja. Bereit! Oh, ich wollte noch einen coolen Spruch. Gewitterflintenorgel nicht nur im Sommer. Zusammenhangslos und unnötig. Ja gut, dann segel ich mich da jetzt mal runter. Bereit? Ja. Okay. 3, 2, 1. Bruder mit Erbsen. Der Schirm ist Geschichte ab diesem Sprung. Top Qualität von Action, wisst ihr Bescheid, was ich meine? Ich glaube, das ist noch ganz. Erstes Statement zur Gewitterflinte. Hat anscheinend nicht so geklappt, also als Fallschirme sind nicht so geeignet, aber für so einen Kanal macht das schon ziemlich Bock. Am Kanal macht man Nägel mit ganzen Köpfen. Also sowas schwimmt hier rum. Da ich mal Schirm. Ich meine Flinte. So. Also das war der Wahnsinn. Das Tuch ist geplatzt, der Schirm ist kaputt. Gewitterflinte kann in Müll. Wir holen mal noch was aus unserem Material. Ja, sicher. Weiter geht's mit der Materialschlacht. Ja, sicher. Dann gucken, was der Materialschrank noch so zu bieten hat hier. Bettbezug. Und eine Kordel. Und damit sehen wir uns oben auf der Brücke wieder. Mit dem Bettbezug und der Kordel haben wir jetzt den Plan, Fallschirm zu bauen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Aber wird sich gleich herausstellen. Wir bauen uns jetzt unseren DIY-Fallschirm aus Bettbezug. Gucken, wie das dann so wird. Unseren DIY-Fallschirm haben wir jetzt fertig transferiert, oder wie man das nennen mag. Transferiert. Wir haben ihn fertig transferiert, weißt du? So heißt das doch. Und in dem Sinne geht es rein. Das ist so scheiße. Nachdem die Fallschirmtests erfolgreich vonstatten gegangen sind, bleibt eigentlich nur noch eins zu tun, oder? Rein in den Morat. Ja, also wir haben jetzt geplant, hier runter zu springen. Also machen wir das jetzt auch. Ja, guten Flug, ne? Ich hoffe, der ist lang. Bereit, Jasbeck? Ja. Ja, du auch? Ja, ich denke doch. Ja, okay. 3, 2, 1, oh, war. Mega, der hat auf Spannung gezogen. Ja, ja. Ehrlich, am Ende war echt richtig auf Spannung. In den Seilen. Da brauchst du keine Zeitlupe mehr machen. Ja. Und das Beste an der Nummer, kannst du auch direkt zudecken hier im Kanal. Oh, nee, ist das schön. Einfach so ein Nickerchen machen im Kanal, was gibt es Schöneres? Hey, Digga, kannst du mal kurz entknoten. Alter.
Flugzeug. Boah, lang kein Backflip mehr gemacht. Hättest noch ein bisschen weiter oben greifen können, dann wäre der früher auf Spannung gewesen. Ja, ich glaube, jetzt, wenn der nass ist, dürfte es nochmal besser funktionieren, ja? Weil mehr Luft aufgehalten wird. Glaube ich Machen auch. Machen wir nochmal den Fallschirm, Jan. Was sagst du? Ich würde sagen, geil? War geil, ja, wenn du Bock hast. Also wenn du Bock hast, wenn du Bock hast, kannst du noch einen Korn abholen. So, bei Dwayne sah das nach einer Menge Spaß aus, deswegen will ich mich auch nochmal an Fallschirmsprung wagen. Jetzt ist er auch ein bisschen nass, das heißt, das ist noch dichter. Deswegen haben wir alle die Hoffnung, dass ich ein paar Sekunden länger in der Luft stehe als Dwayne noch. Okay, das ist so dunkel hier, geil ist das. Ja, Speck, kommt da ein Boot oder sowas? Ja? 3. 2, 1. Warum lässt du los? Du hast losgelassen, du Depp! Ja, aber erst am letzten Meter! Nee! Doch! Nee! Ich hab doch noch gemerkt, wie mich da richtig wieder hochgezogen hat! Digga, du. Boah, ey! Warum hast du losgelassen? Ja, Mann. Ehrlich? Ja! Einspecht! 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 Deine Mutter ist da! Scheinbar war das schlecht, deswegen muss ich nochmal reinschmeißen. In diesem Sinne, ich gehe nach oben. Ich hab mich da jetzt nochmal runter, weil das war ja gerade schwach. Das war schwach. Sehr, sehr schwach. Geil, schön auf den Durstlöcher drauf. Dass das funktioniert, finde ich spitze. Ja, ne? Ja? Okay. 3, 2, 1, go! Hat mal nicht losgelassen. Nee. Da lass ich nach deutlich weniger Spannung. Ja, war irgendwie. Ja, egal. Ja. Hat Spaß gemacht. Nächste Utensil, oder? Nächste Utensil, wir sehen uns in der Kammer wieder. Männers, nehmen wir das nächste Utensil. Ja, ab zum Materialschrank. An unserem Geräteschrank wieder angelangt. Wo ist das Scheißteil? Empfängt uns als nächstes einmal ein Surfbrett und einmal eine Luftmatratze. Eine Luftmatratze und Board, jetzt hier am Ufer angelangt. Board? Luftmatratze? Luftmatratze. Grappen wir jetzt so ein bisschen, was wir gleich von da oben machen. Mit dem Board ist der Plan, verschiedene Grabs zu machen und hiermit ist der Plan, von oben einfach auf den Bauch zu springen. Das wird maximal scheiße. Ja. Nee, nee, ich lande da ja nicht drauf. Meine Fußstapfen sind da drin. Fußstapfen. Das ist Wahnsinn. Alter. Also hier war die Ferse. Hier war die Ferse. Dann sehe ich komplett. Hier der Fußballen irgendwo. Das wäre schon ein richtig wilder Move von da oben. Aber Danger. Endet Big Man. Jo. Das ist schon wild von da oben. Ja, das ist richtig wild von da oben. Meine Einschätzung ist, dass der aus Versehen den Double geht und den Double aber nicht schafft, weil er nicht drauf eingestellt ist. Also wird er einen Flop. Der wird so anderthalb machen auf dem Rücken. Anderthalb auf dem Rücken. Und dann aber so aufmachen und rudern. Aber das Ding ist halt, ich würde es mir ansehen, deswegen ist es in Ordnung. Ja, natürlich. Ich sehe es mir auch an. Ja, klar. Machst du, ne, Jan? Safe Nummer. Ja, ich geh mal hoch und guck. Da grinst er wie so ein Honigkuchenpferd. Ja, das Statement ist, ich mache nicht, aber Magic Chris macht. Nee, ich bin Magic Chris. Frage ist ja, was genau ich jetzt mache, ne? Mach ich jetzt einfach einen Backflip mit dem Board? Willst du einen Backflip machen? Ja, was denn sonst? Das ist schon geil. Frage ist nur, wo ich das Brett hinhalte, ne? Vor die Augen. Ja, okay, machen wir das. Vor die Augen. Ich dachte, ihn zerlegt es komplett. Ich dachte, er landet straight auf dem Rücken. So, jetzt geht er da oben mit der Luftmatratze. Aber jetzt wird ungefähr 160.000 Atemzügen voll gemacht. Das hat so lange gedauert. So eine halbe Stunde habe ich jetzt hier geblasen. Und Leute. Ich muss aber auch nochmal. Mein Gott, normal. Und dadurch, dass Jan eben eine Muschi ist und das Grab nicht gemacht hat, muss ich mich jetzt komplett zerlegen und auf den Bauch hechten. Mit der Luftmatratze. Mit der Luftmatratze. Das ist natürlich auch eine sportliche Angelegenheit, wie ich manchmal zu sagen pflege, Rainer. Bist du bereit?
Apropos, ich habe das Ganze schon mal gemacht. Und jetzt machen wir das hier von ungefähr der doppelten Höhe. Ich glaube, da wird die schmerzhaft, dass da alle Nummern, die wir heute machen. Zumindest für mein Pensum. 3, 2, halt die Fresse. 3, 2. Digga, halt mal die Schnauze. Mau, du Zwiebel. 3. Wenn er noch einmal dazwischen ruft, dann hau ich den gleich unten auf die Fresse und er tränkt in dem Dreckskanal, den findet eh keiner wieder in dem schäbigen Kaff hier. Und damit 3, 2, 1, wenn ich nicht vorher schon drauf gehe. So im Wasser verreckt, das ist mehr als verdient. Finde ich Oma geil. Dwayne, wie geht's dir, Bruder? Digga. Gut, Alter. Ey, Alter, bist du auf den Magen gekriegt, ne? Digga, das hat alles rausgehauen. Alter. Das ist so geil, wenn man drüber nachdenkt. Einfach mal so aus 8, 9 Meter Höhe oder was das ist. Einfach mal komplett straight auf dem Bauch zu landen. Also da musst du schon gehörig einen Weg haben für. Die Matte hat sie auch irgendwie gedreht dann einmal und ich hatte die nur noch hier so über die Diagonale liegen. Und dann ist alles runter außer hier und das. Und das ist alles rausgedrückt. Ah, das, was Dwayne jetzt gerade mit Luftmatratze gemacht hat, das mache ich jetzt einmal ohne Luftmatratze. Ich schmeiß mich hier einmal mit einer Katze runter, schön mit dem Bauch voran und dann ja, zusammenklappen vorm Wasser, hoffentlich. Mir ist arschkalt und ich hoffe, dass mein Zittern beim Film nicht den gesamten Shot versaut hat. Das ist so ein geiler Move, weil du in der Luft die ganze Zeit checkst, okay, jetzt noch 8, jetzt noch 7, jetzt noch 6 Meter und so weiter. Kurz vom Wasser habe ich gemerkt, oh, ich bin ein bisschen in Kopflage, also ein bisschen zu weit nach vorne gebeugt, zusammengeprescht, irgendwie voll mit meinen Handgelenken so drauf. Tun jetzt weh auf meinen Kiefer ein bisschen, aber geiler Move, würde ich eigentlich sofort nochmal machen. Ich habe ein Geschenk für dich, dafür, dass du den Sprung so schön gemacht hast. Was? Digga, ist eine Schnecke. Grüß Gott, kommen Sie mit. Neues Material, neues Glück. Macht man hier die Klappe auf? Drauf drücken oben. War ein Luxusgerät. Als nächstes habe ich noch einen Frankfurt nicht dabei. Boah, Digga! Und damit schmeißen wir uns jetzt von der Brücke in den Kanal rein. Wir sehen uns oben wieder. Wir sind jetzt auf der Brücke hier oben angelangt, Trampolin steht parat. Schmeißen wir uns in verschiedene Tricks, was für Tricks, weiß der Geier, aber rein in den Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Scheißegal, ich liebe dich! Filmst du eigentlich schon? Ja. Perfekt. Ich würde jetzt auch wieder einen Barani hinmachen, wie letztes Mal aus dem Einkaufswagen. Einfach nur deswegen, dass das der einzige Trick ist, den ich von Höhen einigermaßen kontrollieren kann, aber wenn der heute gut ausgeht, bin auch offen für Neues. Also schmeckt schon so ein bisschen. Oh, hab ich Bock drauf, kann ich mir vorstellen. Fühl ich, feier ich, leck ich. Ah, sind 5 Minuten vergangen, seitdem die letzte Moderation hier gebracht worden ist. Wollen wir nicht länger labern, ne? Für den Gag muss ich mich mindestens 3-mal maulen, damit ich das ausgleichen kann. Mindestens 3-mal. Komm, Junge. Der Wind geht mir auf den Sack. Alter! Boah, war das schön! Alter, hat das gemacht. Junge! Das war ja so geil! Alter, ich hab den Barani gemacht! Ja! Ich hab einen angeguckt und dachte mir so, ja, also wenn jetzt noch Backflip kommt, dann ist mein Tag perfekt! Und perfekt jetzt!
Das ist perfekt. Was versuchst du? Der war schon ein anderes Level. Alter! Was eine Reaction aber auch, nachdem er kam. Alter, geil, ey. Ja, alle Mann am Vloggen. Ja, alle schön. Vlog selbst scheiße. Scheiße. Das Wetter ist auf einem anderen Level, Alter. Und ich bin trotzdem beim noch einen Full aufzumachen. Noch nie gemacht den Trick. Also schmeißt man vom Trampolin von 8 Metern runter. Das wird eine Katastrophe auf dem Rücken. Ich hoffe, man hört irgendwas, weil es ist einfach so was von windig hier und es ist arschkalt. Und Lenny, das Lama, ist auch dabei. Hast du noch Bock? Ja, sicher! Lenny, das Lama! Lama! Bisschen Stimmung hier reinbringen. Da fahren voll in Arm, wie ein Buch steht. Oh Gott. Okay, das war nix. Wir gehen in Runde 2 rein. Weil der Wetter kippt hier gewaltig, aber ich bin nicht mehr. Ich komm nicht in den Scheiß-Twist. Ja, egal. Nicht. Scheiß drauf, Sinnflut kommt gleich, weißt du, was ich meine? Ich guck Geländer an und dann kann ich nicht mehr weiter twisten irgendwie. Hm. Weiß nicht warum, ich guck Geländer gegen mich. Geländer sagt nein oder so. Warum macht er so? Computer sagt nein. Damit den Folien war leider nichts. Und zwar deswegen, da ich beim Barani mal das Geländer angeguckt habe und den Blick nicht von diesem Geländer dann gelöst bekommen habe. Deswegen bin ich irgendwie nicht in den Folien gekommen. Den Trick will ich aber auf jeden Fall nochmal machen und ich glaube, wir wechseln jetzt hier die Location irgendwie. Der hat schon wieder gescheppert, aber was noch mehr scheppern wird, werden die Aktionen, die wir hier runterzimmern. Und zwar haben wir ein Fass dabei und wir haben da hinten einen 10 Meter langen Teppich. Und mit diesen zwei Utensilien wollen wir hier nochmal die letzten Momente Spaß genießen. Oder eventuell auch Schmerzen, wir werden es gleich sehen. Alter, die denken sich auch nur, was ist denn mit denen falsch? Ja auch. Der Teppich braucht ein paar Gebrauchsspuren, damit wir noch eBay billiger loswerden. Das ist nämlich das Ziel für heute. Wie mit den Aktien. Oben kaufen, unten verkaufen. So funktioniert das. Lass das hier über den Bürgersteig rollen. Mit dem Hebel auch noch. Wahnsinn. Ich fühle mich richtig schlecht, weil ich Schuhe auf dem Teppich anhab. Scheißegal. Schmeiß doch noch nicht immer so auf den Kopf. Aua, Alter! Das tut so weh, ne? Ja, Digga, was soll ich machen? Warte noch mal. Ja, das ist angenehmer so. Da kommt er halt im Leben nicht mehr alleine raus, ne? Aber einfach gehen. Ja, lass machen. Okay, wir haben jetzt Masterplan ausgetüftelt. Der Teppich wird jetzt eingerollt und auf die andere Seite vom Geländer getan. Dann binden wir den da fest, damit man nicht drauf geht, wenn das Ganze passiert, weil man kann sich halt wirklich gar nicht mehr bewegen, wenn der Teppich einmal um einen rum ist. Das ist ein Riesenproblem. Wenn du, so wie du da drin bist, ins Wasser fällst, dann kannst du dir direkt einen Grabstein mieten, buchen, was auch immer ist, bist du weg vom Fenster. Zugegebenermaßen haben uns die Nummer gestern beim Einkaufen des Teppichs ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen leichter. Haben absolut keine Gefahren abgewogen. Das ist uns erst jetzt aufgefallen, dass die Nummer schon eher wilder ist als gedacht. Aber es ist nicht so schlimm. Dwayne macht unten jetzt das Rettungsschlauchboot fertig, checkt die Gegend ab, wo wir reinrollen würden. Chris und ich präparieren hier oben den Teppich. Und Jaspek joint, glaube ich, auch Dwayne. Das heißt, jeder hat eben eine Aufteilung. Und dann schauen wir, ob das funktioniert oder nicht. Weg wäre selbst kaputt gewesen, Alter. Ist mir zu wild. Ist das gut? Geil. Das kann man sich schon wieder gar nicht vorstellen. Also im Endeffekt, der Teppich müsste halten. Wir haben ihn aber auch gerade mit bloßer Hand schon angerissen. Da ist er durch. Das ist halt wieder aufwiegen. Das geht jetzt über 2 Meter nach rechts und links. Das heißt, das Gewicht verteilt sich. Das müsste halten, aber wenn es nicht hält, gehst du in so einer Dönerrolle ins Wasser und bist tot. Also du kommst da nicht mehr raus. Du bist da wirklich gefangen. Du machst nichts mehr. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach unten. Die anderen sind noch auf der Brücke und testen jetzt nochmal, ob der Teppich reißen kann, indem die sich einmal dranhängen. Und ich fällt mal von unten. Scheint zu halten. Also bisher ist nichts gerissen. Ja,
Ich traue dem Spanngurt da auch, also müsste halten, ne? Okay, folgendes Szenario. Dwayne hat sich da jetzt gerade rangehängt, um einmal auszutesten, ob das Ding stabil genug ist und ob das nicht reißt. Weil, wie gesagt, das ist die größte Sorge. Scheint stabil zu sein. Ich will das nicht machen, ne? Aber wenn klappt, machst du auch, oder? Ja. Ja gut, wenn nicht klappt, dann war es das auch erstmal. Also war's für immer was. Das ist auch die Sorge. Ihr seht schon, dass das hier ziemlich nah am Ufer ist. Hier gehen wir rein. Da ist das Ufer mit den Steinen. Aber wenn wir dann halt mit dem Teppich reinfallen, dann liegen wir halt direkt auf den Stein und die anderen können einen da raushiefen. Ansonsten liegt sie halt 5, 6 Meter auf dem Meeresgrund. Okay, nennen wir mal lieber Kanalgrund hier, aber gut. Das ist schon das Essen am Meer hier. Ja, gut. Ah, Scheiße! Dein Kopf ist ja falsch rum. Ich hoffe. Das ist auch schon wieder auf kompletter Sketch-Basis. Wir wickeln jetzt Dwayne meine Hand rum den Kopf, damit er nicht so stark aufschlägt, weil das Wasser da nicht tief genug ist. Das ist mal wieder phänomenal durchgeplant von uns. Lack, zeig mal Helm. Bruder, guter Helm, diese. Bitte? Ja, alles bestens. Ciao. Der ambulante Pflegedienst hat sich schon Gedanken gemacht. Gut. Wenn der kommt, weiß er, dass du alles richtig machst. Das reißt auch nicht. Ich stehe hier auch noch mal drauf. Selbst wenn ich mit dem Kopf reinfall, Hände wegstrecken und irgendwie vor dem Boden schützen. Ja. Ja, ja, genau. Hab die Hände am Kopf die ganze Zeit. Bereit? Junge! Boah, was geil! Alter! Alter! Junge! Alter! Boah, Junge. Ich hatte auch am Ende, als du dich dann komisch gedreht hast, da hatte ich auch ein bisschen Schiss. Alles okay? Hast du Schmerzen oder irgendwas? Ja, die Seite, die der erwischt hat, aber... Ja. Alter Lachs. Digga, dicke Faust drauf. Alter, ich hatte so fucking Angst. Also die Nummer an sich war ja safe, aber dass das Ding reißt, hat mir so... Ist hier in meinen Kopf reingebrannt. Ich hab da zu lange dran gedacht, dass das passieren kann. Boah, Alter, heftig. Aber das Drehen, ne, als ich mich gedreht habe, wusste ich, reißt nicht. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich hätte mir mehr Gedanken um die Steine machen sollen. Weil das war, Alter, das hat sich so fucking schnell gedreht, ne? Ja. Deine Arme, du bist zwar so geil rausgefallen. Ich wusste nicht, wo ich bin, ich wusste nicht, was passiert. Das war so geil. Alter. Junge, das ist richtig insane. Das ist der Wahnsinn. Boah, Junge. Das war so krass. Das ist echt eine meiner Lieblingsnummern von dir. Ja, ja, doch. Aber vielleicht bist du auch allergisch dagegen oder sowas. Gegen Teppich. Oben auf der Brücke angelangt, wie ich zweimal am Tag sagen tu. Send it. Schmeißt Jan sich jetzt ziemlich cringy rein. Was schmeißt du jetzt? Barani in, glaube ich. Barani in? Aufs Gesicht, ne? Also den hat er mit Bravour ins Gesicht gekriegt. Den zeigen wir euch nochmal in Zeitlupe. Und da sind wir wieder. Halt's Maul, du schäbiger Specht, Alter. Erschreckt mich doch nicht. Am Ende fliege ich noch runter. Hupen gefährlich. Also merkt euch immer eins. Wenn ihr Leute auf Brücken seht, niemals hupen, weil die fallen eher runter, wenn ihr hupt. Sag ich euch so, wie es ist. Ah ja, Jan ist aufs Gesicht geflogen. Tat höchstwahrscheinlich weh. Mal gucken, was er dazu sagt. Bitte? Gut, das ist natürlich ein Trauerspiel, da die Polizei jetzt kam und uns dann natürlich von der Brücke verwiesen hat. Die werden hier auch wahrscheinlich erstmal noch rumehren.
Aber gut, es ist auch schon spät. Die Katze heben wir uns einfach für das nächste Mal auf. Ich muss auch sagen, der Baran hier innen gerade, der hat schon ordentlich reingescheppert. Also ich bin mit dem Gesicht komplett zuerst gelandet. Und Dwayne, wollen wir dem ankündigen? 3, 2, 1, Outro! Patz! Kehre Mama nach, Mann. C4 has been successfully activated. Bomb detonation countdown successfully started.